über Nuancen wird es entschieden werden, wer dann letztendlich ins Achtelfinale einziehen kann in dieser Gruppe. Und da hat jeder die gleichen Chancen. Das sage ich ja auch, deshalb ist es morgen kein Muss. Du musst die ganze Gruppe sehen. Klar, wenn du gewinnst, sieht es ein bisschen besser aus, aber dann bist du immer noch nicht durch. Und wir wissen das und wir gehen auch das Ganze so an, dass wir von Spiel zu Spiel denken. Und auch in der Champions League ist, denke ich, das bewährte Strickmuster. Und wir wollen morgen gewinnen. Ich denke, wir haben auch Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen. Aber wenn es nicht gelingt, dann hast du noch drei Möglichkeiten und diese Gruppe gibt diese Möglichkeit. Er hat sich überraschenderweise für mich in Deutschland, in Gladbach, nicht so durchgesetzt. Ja, ich hatte von ihm wirklich mir ein bisschen mehr erwartet, aber in Holland ist er wieder zur alten Stärke zurückgefunden, hat er zurückgefunden und denke, er hat das Selbstbewusstsein jetzt auch wieder und deshalb müssen wir schon natürlich auch auf ihn verstärkt achten, wenn er denn von Beginn an spielt. Ich denke, dass Luke vor allem jemand ist, der den Ball will haben. Und im Moment, der den Ball hilft. Luke ist ein Spieler, der sehr häufig den Ball fordert, der ihn hält und auch weiterspielt. Ich bin ein ganz anderer Stürmertyp. Ich passe den Ball so schnell wie möglich weiter und bringe mich vor dem Tor in Position. Ich versuche, mit meinem Medespieler zu spielen und dann als ein Gek nach vorne läuft. Und vor die Goal will sein. Dus, Luke ist, denke ich. Luke ist eher der spielende Stürmer und ich bin einfach verrückt aufs Tore schießen. Ich bin gewoon gek auf Goals machen. Dit ist ein gigantisch großer Club. Wolfsburg ist ein gigantischer Verein, vor allem wenn man auch die Ergebnisse sieht, die wir erzielt haben. Wir stehen in der Bundesliga an vierter Stelle. Ich denke, das sagt auch schon alles. Und es wird endlich Zeit, dass man auch von außen sieht, wie groß dieser Verein ist. Dit ist ein fantastischer Club.